Hallo zusammen, da sind wir wieder bei Magnus Opum, Folge Nummer 2. Wir sind jetzt im ersten Kapitel. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sind jetzt hier beim Glückwunschschreiben. Ich kann seinen Namen immer noch nicht aussprechen. Lieber was auch immer. Herzlichen Glückwunsch zur Ernennung zum Chefalchemisten vom Haus Phantassen. Ich freue mich, dass du deine Anstellung gefunden hast, die deinem Talent und deinen Fähigkeiten entspricht. Da du nun dein akademisches Leben hinter dir lässt, möchte ich dir einen Rat geben. Die Politik der Stadt ist viel strenger und gefährlicher als die Akademie. Du verfügst über einzigartiges Talent. Und ich kann den Giganten nicht ertragen, dass du in einen Konflikt verwickelt wirst. Unsere Aufgabe als Alchemisten besteht nicht darin, uns auf das Niveau derer um uns herum herabzugeben, sondern durch die Ausübung unserer Künste über sie hinauszuwachsen. Ich wünsche dir alles Gute. Nadine Termenon, Dozentin und Vorsitzende Kollegin der Alchemisten Engineerings, Kaiserliche Universität. Ach, ist ja freundlich. Wie ist es gelaufen? Ein Albtraum. Amand hat kein Ende gefunden mit seinen alten Geschichten über Ehre und Raffinesse. Lady Phantassen sieht aus, als wäre sie einbalsamiert. Frederik hat sein Hemd mit Essen bekleckert. Okay. Was für ein unerschrockener Mann du doch bist, dich beim formellen Abendessen gestellt zu haben. Das klingt einfacher als es ist. Ich kann die langweiligen Formalitäten nicht ausstehen. Man konnte sich nicht an meinen Namen erinnern. Captain Geld musste ihm mehrmals vorsagen. Ja, du bist doch erst kürzlich eingestellt worden. Und hast einen echt bescheuerten Namen, den nicht mal ich aussprechen kann. Also, passiert, würde ich sagen. Du hast recht, ich erwarte wohl etwas zu viel. Es ist wirklich wahnsinnig kompliziert und aufwendig, sich einen einzigsten Namen zu merken. Den Namen des neuen Alchemisten. Ich nenne dich jetzt mal Alchemist Dude. Alchemist Dude sagt, der Alchemist, der an der Universität für Alchemistisches Engineering als Jahrgangsbester abgeschlossen hat. Alchemisten Dude. Siehst du, du kannst dich problemlos an meinen Namen erinnern. Glaubst du, Amand würde meinen Namen wissen, obwohl ich mein ganzes Leben hier verbracht habe? Scheiße gelaufen. Vielleicht kannst du nächstes Mal für mich einspringen. Vielleicht würde sich dann einmal mitbekommen, dass wir unterschiedliche Personen sind. Alchemisten, Prokuristin. Welcher von beiden bist du doch gleich? Du wirst uns in Schwierigkeiten bringen. Ach, ich mach das schon seit Jahren. Das ist aber ein seltsames erstes Projekt. Ich habe das Gefühl, dass mich jemand auf die Schippe nimmt. Warum hat man dich beauftragt, den Stein der Weisen herzustellen? Na dran, rat nochmal. Du sollst Blei in Gold verwandeln. Ganz genau, anscheinend gibt es eine alte Phantaschen-Bleimine und es wäre doch besser, wenn es dort Gold gäbe, oder nicht? Ja, man hat es vorgeschlagen, so nebenbei. Hört sich toll an, jetzt kannst du unter Beweis stellen, was du an der Uni gelernt hast. In Ordnung. Die Glyphe der Projektion verbraucht ein Quecksilber und veredelt eine Materialnote zur nächsthöheren Stufe. Durch wiederholte Anwendung kannst du selbst bei das Grundlegendste aller Metalle zu feinem Gold transmutieren. Jetzt zähle ich nochmal mit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 brauche ich, dass wir auf Gold hochkommen. Wir sollen Gold erzeugen. Dann haben wir hier das Blei. Und dann haben wir hier Quecksilber. Dann müssen wir das Ganze hier rein tun. Mal in die Richtung. Das war hier.
wieder bei das hier greifen, dann drehen wir uns auch dreimal in die Richtung. Das sieht doch gut aus. Definitiv nicht das Schnellste, aber naja, von schnell sein hat nie jemand das gebaut. Ja, ich bin so derbst weit ab von den normalen Zyklen. Kosten bin ich durchschnittlich, Reich eher nicht so ganz. Jetzt zeichnen wir mal die Lösung noch auf. Vielen Dank. So, zurück zum Menü. Kannst du Blei in Gold verwandeln? Ich kann es kaum glauben. Nun zumindest ist es jetzt zu Ende. So, als würde man einen Fisch fragen, ob er schwimmen kann. Du nimmst ist nicht besonders gut auf an der Tastatur. Ich hätte mir eine größere Herausforderung gewünscht. Hört sich an, als wolltest du nur angeben. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich jedoch schon. Weiter im Text. Hast du in letzter Zeit Lady von Tassen gesehen? Vor ein paar Tagen, warum fragst du? Hast du bemerkt, wie bleich ihr Gesicht immer ist? Sie ist für ihre Blässe bekannt. Warum hat dich jemand gebeten, etwas dagegen zu tun? Amand persönlich. Anscheinend ist es kürzlich schlimmer geworden. Die Leute tuscheln über ihren Gesundheitszustand. Das ist bedauerlich. Es war schwierige Zeiten für die Lady. Ich würde sie nicht gerne sehen, wenn sie zusätzlich noch verleumdet wird. Dann machen wir der guten Frau doch einfach Gesichtspuder. So, das brauchen wir. Das haben wir. Thank you.
dann wieder zurück. Geht dann rüber. Auch besser, aber es geht ja nicht darum, dass es besser geht, sondern es geht darum, dass es halbwegs aussieht. Ja, das sollte helfen, das Gesicht der Lady weniger bleich erscheinen zu lassen. Es ist allerdings eine reine oberflächliche Lösung. Man kann schon sagen, was Lady Phantasten wirklich betrübt. Es geht uns nichts an. Hast du sie jemals sprechen hören? Beim Dinner, bei dem ich anwesend war, hat sie kein Wort gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, dass sie ein oder zweimal mit mir gesprochen hat, als sie ein Kind war. Seltsam, wahrscheinlich noch eines der vielen Geheimnisse der Phantassens. Daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Tut man das? Wenn man das tut, dann werde ich das wohl auch mit der Zeit. Kennst du dich mit Schiffen aus, Concordia? Klar, bei dem Namen auf jeden Fall. Unsere Handelsflotte bringt etwas einmal pro Monat Waren aus Übersee. Warum fragst du? Captain Geld hat mir erzählt, dass sie irgendeine Substanz verwendet haben, mit der sie die Schiffsrümpfe vor dem Verrotten geschützt haben. Davon weiß ich nichts. Warst du schon einmal auf einem Schiff? Nein, du? Noch nie, das klingt grauenhaft. Erst wirbelt einen das Meer hin und her und dann wird man von Seeungeheuern gefressen. Ich denke nicht, dass alle Seereisen so verlaufen. Genügend von ihnen schon. Klingt verlockend. Die Glyphe der Multibindung kannst du bis 3 Verbindungen auf einmal erzeugen. Okay. Wir haben das hier. Dann brauchen wir das hier so lange mal als Vorlage. Thank you.
mag diese Spielbahn einfach. Deswegen verwende ich die jetzt einfach noch ein bisschen mehr. So müsste das funktionieren. Ja, sehr schön. Sind eigentlich gar nicht so schlecht auch. Davon hätte ich auch gerne eine GIF. Gefunden. Mit diesem Versiegeln sollte die Flotte schon bald wieder in der Lage sein, in See zu stechen und die Waren zu transportieren, die sie transportieren. Die Schiffe haben alles Mögliche geladen. Stoffe, Tonwaren, Erze, seltene Gewürze und seltsame Steine. Manchmal sogar Tiere. Klingt einträglich. Da bin ich gar nicht so sicher. Die Verträge wurden vor hunderten von Jahren aufgesetzt. Ich bezweifle, dass selbst Amand alle Einzelheiten dazu kennt. Tja, ich kenne Amand zwar nicht, aber scheint wohl was Wichtiges zu sein, wenn. Also scheint wohl wichtig zu sein, zu erwähnen, dass der es nicht kennt. Also ist er wohl wichtig. Wenn ich gewusst hätte, dass ich damit beauftragt werde, ein Mittel gegen Kater zu entwickeln. Oh, ich wette, ich weiß, wer dich darum gebeten hat. Als Captain Geld, nicht wahr? Woher weißt du das? Es wäre gut, wenn er morgens zumindest halbwegs funktionieren würde. Ja, es wäre von Vorteil, wenn der Sicherheitschef des gesamten Hauses nicht regelmäßig komplett arbeitsunfähig ist. Wir wollen mal nicht übertreiben. Und wir brauchen dazu dieses Ding hier. Dazu sollten wir wieder mal so einen Multiteil machen.
Das klappt so natürlich nicht. Auch noch zwei davon. Ja, genau, das sieht gut aus, das gefällt mir. Das ist schön. Das war nicht. Das braucht zwar wirklich, aber es geht ja Geschwindigkeitsbegrenzung. Darum geht es dann im Ganzen gar nicht. An manchen Tagen könnte ich so ein Mittel selbst gut gebrauchen. Nimm was davon. Was? Das ist nicht für mich, Anastasio. Wenn du erwischt wirst. Schon gut, es gibt da etwas, das du nicht weißt. Mein wundersames Mittel gegen Kater ist Wasser. Einfach nur Wasser? Captain Geld hat keine Ahnung, aber anscheinend ist er begeistert. Er sagt, es funktioniert wunderbar. Das ist ziemlich lustig. Und ich werde nie wieder einem Alchemisten trauen. Das solltest du auch nicht. Ja, ich linse mal kurz auf unsere Zeit. Ja. Ich denke, das ist wieder mal ein guter Punkt, um die Folge für heute zu beenden. Ich bedanke mich wieder einmal vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht oder einen schönen... Was auch immer. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare. Lasst doch ein Abo da oder ein Like oder was auch immer. Ich freue mich, wenn ich das nächste Mal wieder von euch höre. Ich bin euer Goodman und wir sehen uns.